schwarzen Umhang, der den Apfel gestohlen hat, durchsuchen. Auf jeden Fall. Oh oh. Die mögen uns schon mal nicht. Schön weit weg von denen laufen. Ja, da rennt eh keiner rum. Wir schauen uns um. Bis jetzt haben wir noch nichts gesehen. Was soll das? Kann er nicht so gehen wie alle anderen auch? Nö. Da, auf ihn! Hä? Was denn? Wer denn? Ich hab nichts gesehen. Von hier oben sieht man den auch nicht. Ich glaube mal, ich sollte den Aussichtspunkt synchronisieren. Ach ja, so schön. Ach ja, so schön. Und ich sage das nicht einfach so, sondern weil ich aus Versehen nochmal auf das Adlerauge gedrückt habe. Wo soll der sein? Normalerweise sollte man den recht schnell finden. Da! Jetzt hast du es geschafft, Bastardo! Letzte Worte für dein Weib! Stirb! Friede sei mit euch. Grazie. Ob ihr mir wohl helfen könnt? Was sucht ihr? Ein Mönch in einer schwarzen Kutte, dem einer seiner Finger fehlt. Ah, Bruder Guido hat nur 19. Seid ihr sicher, dass es kein C war? Ziemlich sicher. Dann haben wir noch Bruder Domenico, aber ihm fehlt der komplette linke Arm. Noch einmal, ich bin sicher, es war ein Finger. Ein Moment. Ich erinnere mich an einen Mönch mit 9 Fingern. Ja, natürlich. Beim letzten Festmahl für San Vincenzo, im Kloster. Ja, ich kenne den Ort. Ich versuche es dort. Grazie. Geht in Frieden. Das tue ich immer. Tutto bene. Ach, scheiß drauf. Komm, wir rennen da jetzt. Gefange! So, weiter geht's. Mal gucken. Wir müssen, glaube ich, hier komplett entlang. Nehmen wir die Abkürzung. Da laufen sie nämlich gerade in die andere Richtung. Dann kommen wir nämlich direkt wieder in die Stadt Forli. Du sollst nicht da hocken und kacken, Ezio. Kacken ist nicht. Kacken ist später. Kacken erst nach 18 Uhr. Schokobin. Anheuern. Einverstanden. Auswählen, ablenken. Hey, ihr Schönen, schickt mir mal ein Küsschen rüber. Auf zu, Stronzo. So, plündern. Noch eine Codex-Seite. Schöne Pralle. Magst du Männer in Uniform? Hupen. Möp, möp. Möpen, möpen. Thank you.
frage mich, ob ihr mir... Teuflischer Dämon! Weiche von mir! Was ist denn? Du bist es, der Bruder Stefano getötet hat! Was? Brüder! Der Mönchsmeuchler ist zurückgekehrt! Ich habe niemand umgebracht! Oh, Heiland, zack! Komm. Stronzo. Bitte, nein, ich will nicht sterben. Ich töte nur die, die andere töten. Und euer Bruder Stefano war ein Mörder. Ihr ganz gewiss nicht. Nun hört mir zu. Ich suche einen Mönch in schwarzer Kutte, dem ein Finger fehlt. Ihm fehlt ein Finger, sagt ihr? Meint ihr etwa wie Fra Savonarola? Savonarola? Wer ist das? Kennt ihr ihn? Ich kannte ihn. Er war einer von uns, eine Zeit. Und dann? Wir rieten ihn zu einem langen Einsiedler-Dasein in den Bergen. Es tut mir leid, aber sein Einsiedler-Dasein ist wohl zu Ende. Wohin kann er sich gewendet haben? Gute Güte, Santo Spirito. In Florenz. Dort hat er studiert. Vielleicht ist er dorthin zurück. Ich danke euch. Geht mit Gott, Bruder. Aber geht. Na super. Weit vom Stamm synchronisiert. DNA-Sequenz 12 beendet. So, das war der erste DLC. Ich werde auf jeden Fall auch mal schauen, wie die DLCs nochmal namentlich benannt waren. In der Reihenfolge. Hey Desmond, ich glaube, ich habe die Erinnerung repariert. Versuch doch mal, sie zu öffnen. Okay. Hat funktioniert. Republik Florenz 1497. Zu Hause. Ja, und da wir wieder einen DNA-Abschnitt beendet haben, werde ich jetzt mal kurz schauen, was die Aufnahmezeit sagt. Ein kurzer Schnitt und wieder Schnitt vorbei. Wir haben jetzt 50 Minuten gebraucht für diese DNA-Sequenz. Ich werde jetzt noch einen kleinen Moment spielen und in diese Sache reintreten. Machiavelli im Bezirk Trano von Florenz treffen. Ja, keine Ahnung, wie das Ding heißt. Wir suchen Machiavelli. Wieso sind wir ja schon wieder... Alter! Inventar, Montur, Medici-Umhang, anziehen, zurück. Hilft es was? Wenn Piero nur ein Zehntel des Talents seines Vaters hätte, nein, dann hätten wir noch ein Zuhause. Nicht. Ja, dann müssen wir halt uns so reinschmuggeln in der Gruppe der Mönche. Super. So. Machiavelli auf der Brücke in... Wir hätten diesen verrückten Mönch nie in die Stadt lassen dürfen. Immer. Schaut euch nur den Ärger an. Ja, klar. Und jetzt sind die Bullen von 50 Kilometer Umgebung angefixt auf mich, oder was? Ich habe ein Elixier aus Blei und Granatapfel. Ich verstehe nicht, warum sie alle so bereitwillig unterdrücken lassen. Ja, das verstehe ich auch nicht. Ja, nee. Ja, ich bin ewig. Nee, das war jetzt falsch. Du gehörst mir! Ja, klar, ich glaube. Uns einfach los, sagt, dass all unsere Besitztümer nun der Chiesa di San Marco gehören. So. So, hier lang, da lang. Und so. Oh oh. Lalala. Du gehörst mir! Fuck!
Weg hier. Komm hoch, 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 bevor sie Steine schmeißen. So. Und wir müssen zur Brücke. So. Gut, ich habe mich gerade umentschlossen. Da ich ja noch schon anderthalb Stunden vorher aufgenommen habe, werde ich jetzt doch eine Aufnahmepause machen und sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns in Let's Play Assassin's Creed 2. Tschüssi.